Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute wieder mal in St. Margarethen, oberhalb von Brandenburg. Und heute gehe ich auf die Schurbreialm. Gleich neben dem Feuerwehrhaus geht's rauf. Wir gehen fast mitten durch den Bauernhof durch. Ich habe jetzt am Parkplatz gerade erfahren, dass das Breitenberghaus einen neuen Pächter sucht. Da kann man im Moment nicht einkehren. Und bei der Schurbreialm und bei der Schlüpfgrubalm waren sich die zwei nicht sicher, ob sie heute offen haben. Jetzt schauen wir einfach einmal. Gleich an der ersten Abzweigung geht es wieder rechts rauf. Erste steile Stückerl. Da gehen wir jetzt zum anderen Parkplatz runter und wir gehen weiter, erst einmal Richtung Breitenberghaus, aber dann nur mal eher rechts. Die Forststraße da rauf ist teilweise ganz schön steil. Durch den Wald geht es jetzt doch deutlich flacher und auch wieder ein bisschen schattiger, was ganz gut tut wieder. Ich glaube, wir haben schon bald die Höhe vom Breitenberghaus. Müssen wir bald erreichen. Wir kommen zum Breitenberghaus oder Breitenberghütten. Tatsächlich geschlossen. Da wäre der Pächter gesucht. Aber ich wollte ja sowieso weitergehen zur Schurbreialm. Gleich nach der Breitenberghütten sehen wir auf zur Saalwand und dahinter war die Hochsaalwand. Und rechts der Kleinere, das ist der Lechnerkopf. Von unserer Seite aus kann man es gar nicht lesen, aber da steht es wieder angeschrieben. Wir gingen also rechts Richtung Schurbreialm und Schlüpfgrubalm weiter. Das Stückerl geht ein bisschen über Stock und Stein. Es ist auch mehr rutschige Wurzel dabei,
aber an sich nicht schlecht zum Gehen. Ich glaube, das wilderne Stickerl von dem Steig haben wir schon hinter uns gebracht. Da ist teilweise schon über Wurzeln, die ein bisschen rutschig sind, runtergegangen jetzt. Ich glaube, man hat es auch gesehen. Links unten, das werden wir glaube ich jetzt gerade nicht hören, rauscht der Bachl. Und ich habe so das Gefühl, dass es jetzt schon eher wieder aus dem Wald ausgeht. Dann werden wir wieder ein Stückchen Forststraße Richtung Schurbreiben aufhören. Der Steig ist beendet und für uns geht es rechts munter auf der Forststraße Richtung Schurbreialm. Da geht es jetzt ein kurzes Stückchen bergab, bevor es dann wieder aufgeht. So, wir kommen gerade, ich möchte nicht sagen an einer Kreuzung, sondern an einen Abzweiger, und da geht es jetzt wieder aufwärts zur Schurbreialm. So, jetzt meine raus aus die Bäume. Jetzt dürfen wir gleich übersehen zur Schurbreialm. Die letzten Meter zur Schurbreialm gingen jetzt nur mal ganz gemütlich, nachdem die Straße ganz schön steil war. Ungefähr für die 2 Kilometer darauf. Die letzten Meter zur Schurbreialm. Zurzeit kann man nicht einkehren, die haben Betriebsurlaub. Die Aussicht von der Schurbreialm. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren, als wir nur in einer Wander-App.